Guck mal, zack. Alle sind wieder ausfehlbar, okay. Ah, ja. Das nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Da, da. Das, das. Und zu guter Letzt brauchen wir natürlich auch noch hier. Gut, dann ist hier nichts mit Kirschbombe und so. Schade. Ja gut, wir haben auch wenig Platz. Man sollte sich echt überlegen, vielleicht vorher nochmal Minispiele zu machen, damit man mehr Pflanzen hat, oder? Ach, nee. Nee, nee. Schafft man auch so. Wobei ich die Xbox-Version, wie gesagt, noch nie durchgespielt habe. Weiß ich nicht, was sich eventuell beim Endgegner vielleicht sogar verändert haben könnte. Naja. Wollen wir mal gucken. Ah, machen wir mal hier so eine hin. Sonne, da. Machen wir das so. Eine Reihe grün, eine Reihe gelb. Ist besser. Zumindest zu Beginn die hintere Reihe grün, weil die einfach stärker ist. So. Wäre doch schön, wenn du jetzt noch eine Butter schön drauf wärst. Ja. Der Pflanzengott ist auf meiner Seite. Yay. So. Ah, schon eine Stunde und 20. Ist gut. Ja. So. Ich weiß nicht wieso, aber diese Musik, die passt einfach zu Pflanzen gegen Zombies. Das passt einfach. Keine Ahnung wieso. Echt. Null Ahnung. Aber es passt einfach. Ah ja, wir müssten jetzt natürlich auch mal. Ah, machen wir das so. So. Genau deswegen. Oh fuck, da oben. Nein! Scheiße, egal. Muss jetzt. Kann man jetzt auch nichts machen. Total verpeilt. Da haben wir doch so viele Sonnen. Das Dachlevel läuft wieder mal sehr gut. Also ich hab's mir gedacht, weil ich tags irgendwie doch besser bin als in den Nachtlevel. Wieso auch immer. Bum, bum, bum.
So. Und hier fangen wir jetzt mal an, die Hochwallnüsse zu pflanzen. Ach so, ist doch perfekt. Relativ easy das Ganze. Theoretisch müsste als nächstes ein Minispiel kommen. Ich weiß es nicht, ob im Dachmodus auch Minispiele kommen. Weil ich das Spiel schon länger nicht gespielt habe. Beziehungsweise den Dachmodus schon länger nicht gespielt habe. Oh naja. Es läuft auf jeden Fall ziemlich gut. Das Level hat 3 Wellen. Ah, das kriegen wir aber hin. Ja, das Level haben wir eigentlich so gut wie gewonnen. Also man müsste jetzt hier überall in den ganzen Reihen Bungee-Zombies kommen, dann hätten wir verloren, aber ansonsten... Machen wir es halt so. Könnte natürlich auch die Reihe wegmachen und weitere Butter- oder Maispflanzen machen, weil wir brauchen eh nicht mehr so viele Sonnen. Von daher. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Ja. Sehr schön. So. Wie denn alles abgezogen wird? Oh fuck. Egal. Machen wir das einfach so. Hätten wir das Level auch geschafft. So, und wir bekommen eine Gießkanne. Gießkanne? Wofür Gießkanne? Jetzt kannst du den Zen-Guard-Modus spielen. Ah, das ist nice. Hey, guck mal, du hast eine Gießkanne gefunden. Aus diesem Anlass präsentiere ich dir deinen eigenen Zen-Garten. Hey, ich gebe dir sogar ein paar Sprösslinge für den Anfang. Bring sie zum Wachsen, dann werden sie dich reichlich belohnen. Viel Spaß. Drücke A über den Sprössling. Also wir haben hier 2 Sprösslinge und wir können die halt gießen. Dann geben die uns Geld. Ja, mehr können wir zurzeit nicht machen. Wir können später haben wir dann halt mehr Pflanzen. Halt, ja. Jetzt wachsen sie halt irgendwann. Muss man halt regelmäßig vorbeigucken und sie halt immer wieder gießen.
Irgendwann sind sie dann riesengroß und geben halt Geld. Oder man kann die verkaufen oder so. So, wir müssen mal in den Laden gehen, denn die brauchen Dünger. Ich gebe dir etwas Dünger, weil du vorbeigekommen bist. So, also in Kürze kann man hier neue Pflanzen kaufen. Und eine goldene Gießkanne. Mehrere Pflanzen gleichzeitig gießen. Gartenhandschuh, kannst du Pflanzen in deinem Zen-Garten umstellen. Dieses Grammophon, Musik für deine Pflanzen im Zen-Garten, was macht sie den ganzen Tag lang glücklich. Ungeziefer-Spray, falls mal Ungeziefer sein sollte. Dünger. Ja, dann holen wir uns mal Dünger. 5-mal. Okay. So, und dann düngern wir die. Und dann werden sie größer. Das war's für den Moment. Komm wieder, wenn deine Pflanzen Pflege brauchen. So, Spiel wird gespeichert. So. Also jetzt können wir nämlich, wir haben hier auch Post und, aber wir können halt hier drüben. Oder nicht? Wo haben wir denn unseren Zen-Garten? Extras. Laden, Lexikon. Ach, hier haben wir unseren Zen-Garten. Gut, wir gucken aber erstmal bei der Post nach, was wir da so haben. Ja, Poolparty. Mutti. Okay, gelesen, gelesen. Gut, haben wir keine Nachricht. Gut. Dann würde ich auch mal sagen, beende ich jetzt hier die Aufnahme oder mache eine Aufnahmepause. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Plants vs. Zombies. Bis dahin, viel Spaß und tschüss. Tschüss.